Willkommen zurück. Das ist jetzt die dritte Bamberger Poetikvorlesung und wir sind im Tag angekommen. Tag oder was Mrs. Dalloway auch noch dachte. Es war im letzten Herbst gewesen, an einem frühen Morgen am Mainufer. Ich war ein paar Kilometer gelaufen, das hatte ich seit langem nicht mehr getan. Nun stand ich erschöpft da, Hände in die Hüften gestemmt, atmete ich schwer und sah hinaus auf den Fluss. So oft, dachte ich ärgerlich. So oft hatte ich monatelang pausiert mit dem Sport und jedes Mal war ich schnell wieder fit gewesen. Aber jetzt, was war bloß los? Und während ich eine blutrote Sonne über dem anderen Ufer aufgehen sah, eine Sonne, die geradezu comichaft scharf geschnitten über dem Himmel fuhr, zählte ich im Kopf all meine ungesunden Angewohnheiten auf, was eine Weile dauerte und danach die gesunden, was nicht wesentlich schneller ging. Nicht, weil ich so viele besaß, sondern weil mir zuerst so gar nichts Rechtes einfallen wollte. Auch wenn ich gesund sehr großzügig definierte. Meine Laune sank. Ich versuchte, alle Gedanken zu verscheuchen und mich auf den Augenblick des erwachenden Tags hier unten am Main zu konzentrieren. Vom Wasser stieg leicht der Nebel auf, die Weiden wirkten wie grüne Scherenschnitte und direkt neben mir hörte ich laute Quakrufe. Ich erspähte einen Vogel. Die Art hatte ich vorher noch nie gesehen. Sie erinnerte mich ein wenig an einen geschrumpften Reiher. Der Vogel hatte den schiefen Schnabel erhoben und Richtung Sonne aufgerissen. Und er quakte. Ja wirklich, das war kein Gesang, nicht einmal Gekrächze oder Geschnatter. Der Vogel quakte. Dabei drehte sich sein Kopf fast unmerklich immer weiter in meine Richtung. Oder kam mir das im Gegenlicht nur so vor? Bis er mir direkt ins erstaunte Gesicht zu quaken schien. Er macht sich lustig über mich, dachte ich, die Augen auf das seltsam tönende Tier geheftet, das unverdrossen weiter seine Laute ausstieß. Ich musste lachen und meine Stimmung schlug komplett um. Was war schon passiert? Ich hatte Seitenstechen, na und? Schließlich war ich keine 20 mehr. Musste ich halt regelmäßiger Sport machen. Weshalb sollte ich mich über so eine dumme Sache aufregen, wenn um mich herum ein ganz normaler Tag auf so spektakuläre Art und Weise begann? Ich blieb völlig reglos stehen, sah auf den Fluss, sah zu, wie ein Schwan sich in elegantem Sinkflug im Schilf des gegenüberliegenden Ufers niederließ und gleichzeitig ein paar Meter vor mir ein Entenpaar mit seinen Küken, angeführt vom Erpel, in meine Richtung paddelte. Und ich spürte auf einmal große Dankbarkeit in mir aufsteigen. Es war, als risse mich eine Welle mit sich. Wie viele Spaziergänge hatte ich hier am Main schon gemacht, allein, mit Hund oder mit Freunden? Und wie viele lagen noch vor mir? Der Sommer war zwar dem Kalender nach vorbei, doch in den warmen, windstillen Nachmittagen glühte er nach. Der Himmel war dann babyblau, man konnte sogar draußen sitzen. Was hatte ich doch für ein Glück, dass ich mein Leben hier und jetzt so gestaltete. Wie viel schlechter ging es doch anderen. Ja, ich floss geradezu über vor Dankbarkeit über dieses Geschenk, hier stehen zu dürfen, die Sonne aufgehen zu sehen und den Vogel quaken zu hören, zu atmen und lebendig zu sein, in all meiner Körperlichkeit und mit all meinen Grenzen und Mängeln. Selbst der Hund, der gerade Urlaub auf Sylt machte, fehlte mir jetzt nicht. Er machte vermutlich gerade mit meiner Mutter einen Strandspaziergang. Es ging mit Sicherheit gut, viel besser als hier, wo ich seit Wochen wieder nur am Schreibtisch saß und tippte und er nicht viel geboten bekam. Es war ein vollkommenes Glücksgefühl, das ich gerade spürte. Was für ein Augenblick, der mich so reich beschenkte, mit Absurdität und Anmut, dachte ich, und ich beschloss, mich nicht zu rühren, um ihn weiter als so grenzenlosen Daseinszustand zu erleben. Und das tat ich auch. Der Quakvogel verstummte, doch ich stand weiter einfach nur da. Nun, jedenfalls so lange, bis ich merkte, dass ich mitten auf dem Radweg stand und der Kerl mit dem Mountainbike wohl schon eine Weile geklingelt und geflucht hatte, bevor er jetzt voll auf die Bremse gestiegen war und beinahe vom Sattel flog, um an mir vorbeizuziehen, während ich gleichzeitig mit einem ungeschickten Hopser ins Gebüsch die Bahn freimachte. Sie alle kennen, so vermute ich, solche fast grundlosen Augenblicke des Glücks. Der schieren Freude am Dasein, an der eigenen, ach so kleinen wie großen Existenz in einer unglaublichen Welt. Es ist ein Zustand, in dem das Bewusstsein hellwach ist und sich Sinneseindrücke, Erinnerungen, Gedankenfetzen zu einem überreichen Daseinsgefühl vermengen. Man ist überwältigt, obwohl an sich nichts Überwältigendes geschehen ist, gefriert in der Bewegung ein, will diesen Augenblick festhalten, ihn vielleicht gar analysieren. Doch da ist er schon vorbei.
Virginia Woolf nennt solche Augenblicke Moments of Being, Augenblicke des Daseins. Diese seltenen Momente fänden sich, schreibt sie in ihrem autobiografischen Essay Skizze der Vergangenheit, inmitten der zahllosen Moments of Unbeing, den Momenten des Nichtseins also, die einen so großen Teil unseres Alltags ausmachen. Ständig tue man dies und das, heißt es da, antworte und rede und beschäftige sich, ganz automatisch, fast ohne es selbst zu merken. Und schon kurz darauf erinnert man sich nicht mehr daran. Sie schreibt, ich weiß jetzt schon nicht mehr, worüber ich mich mit Leonard beim Lunch unterhalten habe. In Woolfs Romanen finden sich immer wieder Schilderungen solcher Moments of Being. In ihrem bekanntesten Werk, Mrs. Dalloway, sehen wir bereits auf der ersten Seite folgende Passage, in der Mrs. Dalloway über London nachdenkt. Was für Narren wir sind, dachte sie. Gemeint ist natürlich Mrs. Dalloway. Victoria Street überquerend. Der Himmel allein weiß, warum man es so liebt, wieso man es so sieht, es erdenkend, es um sich gründend, es umstürzend, es jeden Augenblick neu erschaffend. Aber die reinsten Vogelscheuchen, die am meisten von Elend entmutigten, auf den Türstufen sitzenden, Trunksucht ihr Niedergang, tun das Gleiche, nichts dagegen zu machen. Sie fühlte das sicher, durch Parlamentsbeschlüsse aus genau diesem Grund. Sie lieben das Leben. In den Augen der Leute, in dem Schwung, Schritt und Gang, in dem Brüllen und dem Tosen, den Kutschen, Automobilen, Omnibussen, Lieferwagen, den schlurfenden und schwankenden Sendbussen mit Schmännern, den Blaskapellen, den Drehorgeln, in der Glorie und dem Klingeln und dem seltsam hohen Singen eines Aeroplans, da oben war, was sie liebte, Leben, London, dieser Juni-Augenblick. Wie beschwingt, wie fröhlich das klingt, dachte ich an jenem Morgen am Main, nachdem ich auf die beleidigenden Fragen des Radlers, ob ich denn blind sei oder taub oder beides, untypischerweise gar nicht reagiert hatte. Man ließ sich lesen sofort mitreißen vom Strom aus Wahrnehmungen, Erinnerungen und Gefühlen. Die komplexen und doch scheinbar mühelos dahingeworfenen Sätze mit den originellen Bildern darin wirkten so zufällig, so leichthin aneinandergereiht, die darin blitzenden Gedankensprünge so authentisch, dass man leicht vergaß, wie viel Neues Virginia Woolf mit ihrem experimentellen Roman, zu dem Mrs. Dalloway ja zählt, in die Literatur ihrer Zeit brachte, wie viel Altes sie wegräumen musste. Sie schaffte den bisher üblichen allwissenden Erzähler ab und stellte erstmal subjektives Erleben in den Vordergrund. Sie hatte erkannt, dass das Bewusstsein nun einmal nicht in Absätzen oder Kapiteln funktioniert, sondern sprunghaft ist, sich überlagernd, simultan, und entwickelte eine gänzlich neue literarische Technik, um das darzustellen, den sogenannten Stream of Consciousness, den Bewusstseinsstrom, der es dem viktorianischen Publikum ihrer Zeit erlaubte, so tief wie nie zuvor in die Köpfe von Romancharakteren hineinzusehen. Sie brachte den Alltag in den Roman und schaffte die Handlung größtenteils ab. Dies geschah geradezu zwangsläufig, da bei diesem Verfahren so viel Wert auf Details gelegt wird, Gewöhnliches ungewöhnlich erscheint und Platz beansprucht. Die dargestellten Zeitspannen schrumpfen entsprechend. Kein Zufall, dass Virginia Woolf und James Joyce, die beide unabhängig voneinander ähnliche Projekte vorantrieben, sich entschieden, in ihren Romanen die erzählte Zeit auf jeweils einen Dubliner respektive Londoner Tag zu begrenzen. Ich hatte kürzlich Woolf wieder gelesen und war blass geworden vor Erstaunen darüber, wie viel die Autorin vom menschlichen Geist wusste, wie präzise sie es darzustellen imstande gewesen war. Und was vor 100 Jahren, noch bevor es Forschungsfelder wie Kognitions- und Neurowissenschaften überhaupt gab. Bereits 1924 schrieb sie in dem Essay Moderne Romankunst. Das Bewusstsein empfängt eine Myriade von Eindrücken, triviale, fantastische, vorbeihuschende oder solche, die sich mit einem stählernen Griffel eingraben. Von allen Seiten kommen sie, ein unaufhörlicher Schauer von ungezählten Atomen. Wie immens schwierig es war, solch eine scheinbare Authentizität herzustellen, war mir selbst in vollem Umfang erst bei meinem ersten eigenen Prosaversuch klar geworden, bei denen mir meine Geschichte regelmäßig in alle Richtungen hin ausfranste, weil ich mich beim Schreiben ständig in Details verhedderte, von diesem zu jenem dann wieder dorthin kam. Ich hatte gestrichen und gestrichen, bis ich ein paar halbwegs zufriedenstellende Ergebnisse vor mir hatte.
Was wie wild wuchernde Assoziation wirkte, war sehr wohl beschnitten, auch Wulf hatte, das begriff ich damals, sehr wohl Aussparungen gemacht, den Gedankenstrom gelenkt. Im Bewusstsein von Mrs. Dalloway war, um bei meinem Beispiel zu bleiben, eben doch noch eine ganze Menge anderer Dinge, die Mrs. Dalloway auch noch dachte und von denen wir nichts erfahren, weil sie banal waren, auf thematische Abwege führten und das Interesse des Lesers hätten ersticken lassen. Schließlich, das wussten wir heute und hatte Wulf schon damals gespürt, fand Denken nicht einfach immer auf der Ebene unseres Bewusstseins statt. Viele Prozesse liefen völlig automatisch ab, einfach weil wir gar nicht in der Lage waren, mehr als einen winzigen Ausschnitt des eigenen geistigen Geschehens zu überblicken. Selbst auf jemanden, der nur dösend im Sessel sitzt, prasselt schließlich pro Sekunde die unglaubliche Anzahl von 11 Millionen Einzeleindrücken ein. Unsere Sinneszellen senden permanent Informationen an unser Gehirn. Angefangen mit dem Druck des Sessels aufs Rücken und den weichen Stoff der Armlehne, die wir fühlen, bis hin zu Geräuschen in der Ferne, die wir hören, oder dem Nachgeschmack des Salami-Brötchens, das wir gerade gegessen haben. Auch wenn Wulf wohl Übertreibung als Stilmittel im Sinn hatte, als sie von Myriaden von Eindrücken sprach, die das Bewusstsein empfing, kam sie der Realität damit sehr nahe. Vielleicht überlegte ich, während ich die Steintreppe hochkletterte, die vom Fluss zum höher gelegenen Uferweg führte, vielleicht war es genau das, was dem Roman, an dem ich gerade schrieb, zum Ende hin doch noch fehlte, ein Moment of Being. Die Geschichte meiner Hauptfigur, Martin Wolf, war im Prinzip erzählt, doch sie sollte nicht einfach irgendwann aufhören. Was ich brauchte, war eine Art loser Klammer. Und was eignete sich besser? Ich zog das Handy aus der Tasche meiner Trainingshose und warf einen Blick darauf. Es war erst kurz nach 7:30. Noch so früh, dachte ich erfreut, und vor mir lag ein ganzer Tag, den ich einzig und allein zum Schreiben hatte. Ich setzte mich in Bewegung, konnte es auf einmal kaum erwarten, zu Hause zu sein und mich an die Arbeit zu machen. Falls Sie in der vergangenen Woche hier gewesen sind, erinnern Sie sich vielleicht daran, dass ich die Arbeit am Roman als mein Tagwerk bezeichnet habe. Ich wollte damit den Kontrast zum lyrischen, Hochgestimmtsein der Ausnahmesituation der Nacht kennzeichnen. Und ich wollte damit Regelmäßigkeit suggerieren, wenn nicht gar Langeweile. Denn in der Tat, es passiert nicht viel um mich herum in den langen Monaten des Schreibens. Ich stehe morgens auf, setze mich an den Schreibtisch, arbeite, bis ich mich nicht mehr konzentrieren kann und eine Pause brauche, die den allernötigsten Erledigungen gewidmet ist. Möglichst bald setze ich mich wieder vor den Laptop. In dieser Zeit lebe ich nicht als soziales Wesen. Treffen mit Freunden werden wieder und wieder verschoben, auf Anrufe reagiere ich gar nicht oder gereizt. Ja, selbst von den Nachrichten bekomme ich kaum etwas mit. Ich verpasse Ausstellungen und Kinofilme, die mich eigentlich interessieren, weil sie mich aus der selbstgewählten, geradezu zwanghaften Routine reißen könnten. Und das will ich nicht. Mit Absicht vermeide ich jeden neuen Reiz. Es ist ein prekärer Balanceakt, während dieser Zeit den Geisteszustand aufrechtzuerhalten, den ich zum Arbeiten brauche. Also einerseits nervös und angespannt zu sein, andererseits hochkonzentriert zu bleiben, den Ladenschlusszeiten genauso wenig Beachtung zu schenken wie dem Klingeln des Telefons. Ein Schriftsteller ist einer, der keine Anwesenheitspflicht im eigenen Leben hat. Gerade in der ersten Zeit, in der ich an einem neuen Roman sitze und noch nicht recht weiß, wohin ich will, habe ich oft ziemlich schlechte Laune. Ich skizziere und überarbeite, lege die Szene neu an und werfe sie dann doch ganz weg. Mit dem ersten Satz eines Romans lege ich Erzählperspektive, Rhythmus, Tempo, ja den ganzen Stil des Buches fest. Mit vorläufigen ersten Sätzen kann ich daher überhaupt nicht arbeiten. Der Ton muss von Beginn an stimmen, daher unterscheiden sich die Sätze ganz massiv. In einer meiner ersten Erzählungen, sie heißt Krieg oder Frieden, und stammt aus der Zeit meiner eigenen Experimente mit dem Bewusstseinsstrom. Genau genommen ist sie als einzige davon übrig geblieben. Lautet der erste Satz hier, von 2004. Also Krieg oder Frieden. Und der erste Satz ist: Mit seinen weißen Altmännerhänden haut der Redner in die Luft, als wolle er dort seine Thesen festklopfen. Alle im Saal hören ihm zu, nur ich bekomme kein Wort mit. Was mich betrifft, könnte der Vortrag genauso gut von Raumfahrt oder Tulpenzucht handeln.
Der Roman Wovon wir lebten dagegen beginnt mit einer Frage, die ein 11 Jahre alter Junge einem anderen stellt. Glaubst du, das ist eine tote Nutte? Der Angesprochene, meine Hauptperson Martin, stellt daraufhin mit der ganzen gekränkten Ehre eines 11-Jährigen klar, dass es sich bei der Frau um seine Mutter handle, die keineswegs tot, sondern verloren gegangen sei, weil sie eben abends oft mal über ihrem Wodka einschlafe, auch manchmal am Fluss. Bis ich meinen Anfang gefunden habe, sind mühsame Wochen vergangen, aber so ist es nun einmal. Doch wenn ich will, dass sich später Leser auf meine neue schaffende Welt einlassen, dann muss diese glaubhaft sein, stabil, in sich stimmig. Habe ich dann den Ton gefunden, der für mich der richtige zu sein scheint, muss ich an ihn glauben, ihn selbstbewusst beibehalten, sonst werden Sätze klein und vage und der Leser fühlt sich nicht sicher in meiner Welt. Das hört sich einfacher an, als es ist. Denn natürlich habe ich Zweifel, weiß, dass jede Entscheidung, die ich auf dem Papier treffe, Konsequenzen hat. Dieses Gespräch, diese Begebenheit, sind sie nötig? Sollten sie wirklich so und nicht anders stattfinden? Jede Setzung schließt gleichzeitig zahlreiche andere Möglichkeiten aus. Doch ich muss meinem Instinkt vertrauen. Zuerst muss ich alles zur Einheit fügen, zaudern und herumpuzzeln stören hier nur. Sofern möglich, lebe ich mein zurückgezogenes Leben 7 Tage die Woche. Und das monatelang. Wenn ich Kalender der vergangenen Jahre durchblättere, weiß ich sofort, wann ich einen Roman geschrieben habe. Die leeren Seiten zeigen es mir. Nun denken Sie vermutlich, gerade mit der Corona-Erfahrung, puh, wie langweilig das ist, so ein Schriftsteller-Dasein. Ich kann Ihnen eigentlich nur zustimmen. Einerseits, in Wahrheit scheint das natürlich nur so. Denn mein so wenig präsentes Ich oder vielmehr der Rest von ihm, der da abwesend durchs Leben tappt, völlig unberührt von anwachsenden Wäsche- und Geschirrbergen, unerledigter Post, ignorant gegenüber besorgten Verwandten und Freunden, dieses Ich ist unwichtig geworden. Der größere Teil von mir unternimmt gerade eine aufregende Reise. An jenem Tag, an dem mich der bösartige Radfahrer willentlich beinahe überfahren hätte, an jenem Tag ging ich, kaum hatte ich die Wohnung betreten, in mein Arbeitszimmer, wo ich mich noch im Trainingsanzug und mit erdverklebten Turnschuhen an mein Manuskript setzte. Der Ich-Erzähler Martin Wolf, den das Buch über mehr als eine Dekade seines Lebens begleitet, ist inzwischen ein junger Mann, der es geschafft hat. Kaum älter als 20 hat er seine eigene Fernsehkochsendung, ist Mitbesitzer eines angesagten Restaurants im Frankfurter Ostend. Ein Stadtteil, der sich im Jahr 2008 noch im Umbruch befand. Und heute sauteuer ist, wenn Sie Frankfurt kennen. Ich begann zu tippen. Schrieb bitten in die Szene hinein, in der Martin anlässlich seiner ersten ausgestrahlten Fernsehkochshow ein Essen für seine Freunde gibt. Er hat für sie den belgischen Klassiker Lapin à la Goose zubereitet. Kaninchen in Biersoße. Man unterhält sich, die Stimmung wird prächtig. In der Fassung auf dem Bildschirm vor mir ging Martin irgendwann hinaus in die Küche und taucht dann mit dem Essen wieder auf. Man probierte und natürlich wurde er dafür ausführlich gelobt. Ich änderte das. Martin sollte erst einmal in den Ofen hineinsehen. Er sollte, so dachte ich mir, eine Hitzewelle spüren und in seinem Bewusstsein würden plötzlich und nur für Momente verschiedene Zeitebenen verschmelzen. Ein Moment of Being, nicht glücklich, aber erkenntnisreich. Ich lese Ihnen die Passage in der veränderten Fassung vor, so wie sie nun auch im fertigen Buch steht. Als ich die Ofentür öffne und auf das fertige Gericht sehe, wird mir vom heißen Dampf für einen Augenblick so schwindelig, dass ich mich abstützen und meine Augen schließen muss. Ich verstehe nicht, was mit mir passiert, aber auf einmal bin ich wieder der kleine Junge im Tiergeschäft, der Nicoles Kaninchen im Arm erstickt. Bin wieder 11 Jahre alt und spüre erneut diese unglaubliche Macht, bestimmen zu können, ob das Tier weiterleben darf oder nicht. Das ist also gewissermaßen eine Spoiler-Alarm. Also am Anfang ist er eben ein Junge aus sozial schlechtem Milieu und bringt, um sich abzureagieren, Kaninchen unter anderem von seiner kleinen Schwester Nicole um. Ja. Und jetzt kocht er es eben allergös. Also, bestimmen zu können, ob das Tier weiterleben darf oder nicht. Ohne es zu wollen, habe ich einen Sprung rückwärts durch die Zeit gemacht. Die Vergangenheit ist Gegenwart geworden. Ich entscheide mich fürs Töten. Einfach so, ohne Grund, weil ich der Stärkere bin. Meine eigene tagtägliche Ohnmacht existiert nicht mehr. So lustvoll, so befreiend ist diese Tat.
Sofort weiß ich, der Elfjährige, dass ich ihn wiederholen werde. Allein der Gedanke reicht schon und mir geht es besser. Hier beginnt etwas. Meine Wut hat eine Richtung, ein Ziel, ein Ritual. Wie viele sind es wohl alles in allem gewesen? Ich erinnere mich nicht. Ich klammere mich an die Spüle, mir ist schlecht, mein Kinderherz pumpt so schnell, dass ich fürchte, es werde sich nie mehr beruhigen. Rote Blitze zucken über meine geschlossenen Lider, ich rieche starke Gewürze, etwas Süßliches, es ist magisch. Eine durchgehende Linie führt von dem vergangenen Augenblick hierher zu mir. Eines der Tiere liegt nun im Ofen. Ich habe es nicht in den Fluss geworfen oder in der Erde verscharrt, sondern es zubereitet und werde dafür von allen gelobt. Ich mache nichts anderes als damals, nur liegt jetzt eine Schicht Kultiviertheit darüber zur Tarnung. Ich hatte diese Seiten in einem Zug geschrieben, danach lehnte ich mich zurück. Ja, dachte ich, das ist es, der Schluss. So nicht anders sollte das Buch enden. Mit einer einzigen Anspielung auf Charles Dickens Roman Große Erwartungen. Dieser Moment of Being erinnerte an die Verhältnisse zu Beginn des Buchs, an die Zeit vor der Jahrtausendwende und den elfjährigen Martin, der unter seinem autoritären Vater sowie der labilen kranken Mutter litt, die Schule schaffen und sich auch noch um seine eigene kleine Schwester kümmern musste. Seine Frustration ließ er damals an noch wehrloseren Geschöpfen aus, an Kaninchen. Das erste hatte er noch quasi aus Versehen getötet. Er hatte in der Zuhandlung eines der Tiere, die sein Vater für die bevorzugte kleine Schwester kaufte, im Arm und drückte ein bisschen am Hals des Tieres herum. Bei den nächsten geschah es mit voller Absicht. Obwohl er natürlich insgeheim wusste, dass sein Verhalten falsch war, hatte er eben doch eine nie gekannte Entlastung gespürt bei seiner Tat. Eine Entlastung, die er in seinem Alter natürlich nicht reflektieren konnte und die ihm als ein verlockender Ausweg erschien. Für Psychologen sind solche Vorkommnisse rote Fahnen im kindlichen Lebenslauf, erste Anzeichen für eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Kind zu einem gewaltbereiten Mann, einem Straftäter heranwachsen könnte. In meinem Buch Der Entwicklungsgeschichte von Martin Wolf ließ ich es lange offen, ob Martin nicht eben dies geschähe. Er agiert für lange Zeit immer am Rande der Legalität, doch ich wollte nicht, dass ein späterer Leser dies verurteilte. Ich speicherte das Manuskript auf einem USB-Stick, überlegte kurz und schickte es dann auch noch als Anhang an meine eigene E-Mail-Adresse. Sicher war sicher. Wenn mir nun der Laptop gestohlen würde oder Computer und Stick bei einem Wohnungsbrand, einer Überschwemmung oder einem Erdbeben Schaden nehmen, der Text befand sich sicher in der geheimnisvollen Datenwolke des World Wide Web. Ein Gefühl großer Zufriedenheit erfüllte mich. Natürlich würde ich erst später wissen, ob und inwieweit die Arbeit getan war. Ich würde das Manuskript erst in einigen Wochen wieder ansehen, mit dem nötigen Abstand, um ihm kritisch gegenüberzustehen. Aber eine erste Fassung war da. Ich scrollte ein wenig im Text herum, verbesserte hier und da einen Tippfehler, schrieb meinen Namen über den Titel, löschte ihn wieder, denn ich wusste ja, wie ich hieß. Dann änderte ich die Schriftgröße der gesamten Datei auf 14 Punkt, erfreute mich an einer noch höheren Seitenzahl, schaltete den Drucker ein, ich suchte nach Papier, fand eine neue 500-Blatt-Packung, stellte mit überraschender Freude fest, dass sie nicht ausreichen würde, also formatierte ich die Datei zurück in 12-Punkt-Schrift. Mit einem rührenden Geräusch begann der Drucker mit dem Versuch, die erste leere Seite einzuziehen. Es dauerte ewig, bis ich die ersten 20, 30 herausholen konnte, was mir diesmal gar nichts ausmachte. Geduldig saß ich da und dachte an den langen Weg, den ich mit Martin zurückgelegt hatte. Das heißt, Martin hat es zu Beginn eigentlich noch gar nicht gegeben. Alles hatte damit angefangen, dass ich einen Mann kennenlernte, der mir von seiner Kindheit erzählte und mir damit unwissentlich Material für die ersten Kapitel lieferte. Wären wir nicht zufällig zur selben Zeit im Krankenhaus gewesen, ich wäre wohl niemals mit ihm ins Gespräch gekommen. Doch ich musste an der Bauchdecke operiert werden, ich hatte mich nämlich beim Yoga verletzt. Fragen Sie bitte nicht, wie sowas passiert, es hatte jedenfalls mit einer Rückbeuge zu tun. Er war mir bereits auf den Fluren der Chirurgie aufgefallen. Einmal, weil er ziemlich gut aussah und außerdem, weil er mich vage an eine Jugendliebe erinnerte, die auf die schiefe Bahn geraten war. Letzteres erwähne ich nur, weil es in mir das Gefühl einer merkwürdigen Vertrautheit hervorrief, von der ich mich wohl täuschen ließ, sodass ich vergaß, es hier mit einem gänzlich Fremden zu tun zu haben. »Wow, du liest ja die ganze Zeit«, sprach er mich an und setzte sich unaufgefordert neben mich. Ich nickte, ja, ich las die ganze Zeit, was sollte man tun, wenn man in einem öden Klinikalltag gefangen war?
Wir kamen ins Gespräch. Es stellte sich heraus, dass er annahm, ich beschäftigte mich aus reiner Pflicht mit dem dicken Buch, weil ich für eine Prüfung lernen musste, einen Test zu bestehen hätte, einen Abschluss machte, etwas in der Art. Dass ich aus freien Stücken las, überraschte ihn. Was ist das denn, das du da liest, wollte er wissen. Ich sagte es ihm. Der Name des Autors, ein bekannter Name, sagte ihm nichts. Ich versorgte ihn mit einem biografischen Abriss sowie einer Einordnung des Werks in die Literaturgeschichte und war gerade dabei, auf diesen bestimmten Roman einzugehen, als mir auffiel, dass er nicht wirklich zuhörte. Es gab eine Pause. Das habe ich nie verstanden, sagte er dann. Ich meine, wieso sollte es einen interessieren, was mit Leuten passiert, die es gar nicht wirklich gibt, die sich nur irgendwer ausgedacht hat? Er hob fragend den Blick und sah mir direkt in die Augen. Ich blickte entgeistert zurück. Um Himmels Willen, das war doch nicht irgendwer, der das Buch geschrieben hatte. Und selbst wenn er in seiner Zeit nicht wirklich bekannt gewesen war, was war denn das für ein Kriterium? Wie kam dieser Philipp auf so etwas Hirnverbranntes? Natürlich gibt es sie nicht, es ist ja ein Roman, sagte ich, so ehrlich. Er grinste, kramte in der Jeanstasche nach Zigaretten, bot mir eine an. Ich schüttelte den Kopf und verabschiedete mich dann, um wieder in mein Zimmer zu gehen. Dort dachte ich über seine Worte nach. Nein, so hatte ich es noch nie betrachtet. Für mich waren Romanfiguren seit jeher viel lebendiger und interessanter gewesen als die Menschen um mich herum. Das war, seit ich denken bzw. lesen konnte, so gewesen. Madame Bovary oder Miss Dalloway, Pip und Estella oder Natalia. Pip und Estella sind aus großer Erwartung, Natalia aus Tolstois Krieg und Frieden. Sie unterhielten mich auf 10 Seiten besser, lehrten mich mehr als das reale Leben an 10 Tagen, nein, 10 Wochen. Ich hatte Romancharaktere immer schon meinem realen Umfeld vorgezogen. Dass sie nur auf Papier existierten, also bitte, genauso könnte man umgekehrt uns kritisieren, wir täten es nicht. Nein, ich konnte es mir wirklich nicht nachvollziehen und doch versuchte ich jetzt, das nicht zu belächeln, sondern nur als eine Perspektive zu sehen, die für mich nicht in Frage kam. Verglichen nicht viele Leser den Autor des Buchs mit den Helden darin und fanden sie es nicht häufig viel, viel spannender, wenn etwas wirklich passiert war, am besten dem Autor selbst, da die Schilderung auf diese Weise echter wäre, viel mehr am wahren Leben dran? Auch Kritiker begeisterten sich dafür. Glaubwürdigkeit war das Stichwort. Poetische Wahrheit, also die Überzeugungskraft des Textes, an sich galt nicht mehr viel. Ein Buch über einen 87-jährigen Nashornjäger, der sich mit einem seiner Opfertiere anfreundet, hat nun mal schlechte Chancen bei Verlagen, wenn er nicht vom Nashornjäger oder zumindest dessen Frau oder Enkelsohn oder Liebhaberin, sondern von, sagen wir, einer 17-jährigen Punkerin verfasst worden war, die Berlin noch nie im Leben verlassen hat. Obwohl, ich überlege, in diesem speziellen Fall, wie auch immer, armer Philipp, wie konnte jemand nicht lesen? Gab es ohne Literatur oder eine andere Form von Kunst überhaupt so etwas wie ein gutes, befriedigendes, glückliches Leben? Und wenn ja, wie sollte das funktionieren? Am nächsten Tag trafen wir uns zufällig zur selben Zeit, am selben Ort. Die Unterhaltung lief besser. Philipp, so erfuhr ich, arbeitete als Schlosser im Industriewerk in Höchsten, hatte einen Arbeitsunfall gehabt, daher war er hier. Er war, wie sich immer mehr herausstellte, ein blendender Erzähler. Ich lauschte fasziniert, wie er über Vater, Mutter und Schwester sprach, den Vater in wenigen Zügen als Sadisten darstellte, der ihn durchaus geschlagen hatte, na klar, aber die psychologische Ebene sei die eigentlich brutalere gewesen, ein totaler Narzisst, dieser Mann. Mir fiel dabei gar nicht auf, dass Philipps Wortschatz, was psychologische Themen anging, vergleichsweise umfangreich war. Später erst sollte ich verstehen, dass er ihn von den zahlreichen Therapeuten übernommen hatte, die ihn erfolglos bei einem drogenfreien Leben unterstützen sollten. Philipps Arbeit war anscheinend sehr gefährlich. Die Kerle, mit denen er privat zu tun hatte, nicht weniger. Sein Optimismus und sein unerschütterliches Selbstbewusstsein beeindruckten mich. Auf mich wirkte er einerseits streetwise, vielleicht sogar ein wenig durchtrieben, und andererseits vollkommen unschuldig, wie bei einem Dickens-Roman. Hätte Dickens im 21. Jahrhundert gelebt und geschrieben, vielleicht über ihn. Dass er ziemlich manipulativ sein konnte, Philipp meine ich, stellte ich erst später fest. In mir formte sich die unscharfe Idee zu einem Roman. Hatte ich nicht schon immer ein Buch schreiben wollen, das in einem anderen sozialen Milieu als meinem jetzigen spielte? Dem mit den vielen Büchern. Eines, das auf meine Grundschullehrer im Oberreder Wohnblock verwies, aus dem meine Eltern sich mühsam weggearbeitet hatten.
Als ich entlassen wurde, tauschten wir unsere Handynummern aus und er meldete sich bereits zum übernächsten Tag. Wir freundeten uns an und dann zeigte Philipp mir einen Sommer und einen Herbst über seine Welt. Eine völlig kunstferne Welt, in der Menschen ihre eigenen Dramen nach dem großen Masterplatz spielten. Was für eine verrückte Zeit, dachte ich, während ich die leere Tintenpatrone aus dem Drucker nahm, sie schüttelte und wieder einsetzte. Wenn ich daran zurückdachte, wurde mir immer noch ganz mulmig. Waren sie wirklich nötig gewesen, diese Erlebnisse am Rande der Selbstgefährdung? Was hatte ich in jedem Sommer gelernt? Nun, einiges über Geschäfte in den Hinterzimmern von Boxclubs, die Ankaufspreise verschiedener illegaler Substanzen, über das Automatenspielen, das Austricksen von Sozialarbeitern. Aber gab es darunter etwas, das ich nicht schon vorher gewusst hatte, wenngleich nicht nur in der Theorie? Ein Aufsatz von Canetti fiel mir ein. Wie hieß er noch gleich? Die Pflicht? Nein, der Beruf des Dichters. Der Schriftsteller, stand da zu lesen, solle sich für die unterschiedlichsten Menschen öffnen und sie auf eine älteste, vorwissenschaftlichste Weise begreifen. Nämlich dadurch, dass er immerwährend in Bewegung ist, die er nicht schwächen, der er kein Ende setzen darf. Denn er sammelt Menschen nicht, er nimmt sie lebend auf. Da er von ihnen heftige Stöße erfährt, ist es sehr wohl möglich, dass diese plötzliche Hinwendung zu einem neuen Wissenszweig auch von solchen Begegnungen bestimmt ist. Ja, da stand es doch schwarz auf weiß. Ich hatte meine Pflicht getan, nicht mehr oder weniger. Auch wenn ich nichts gelernt hatte über das Leben, das ich nicht schon vorher wusste, so war mein Wissen dennoch ein viel zu abstraktes gewesen. Es war ein kalter, immer auch urteilender Blick von außen gewesen. Für mein Vorhaben hätte es nicht gereicht. Ohne meine vielen durchgemachten Sommernächte hätte ich niemals einen Eindruck von der Gedanken- und Gefühlswelt von Philipp bekommen. Er hätte nie als Vorbild zu meiner Figur des Marten werden können. Ich hätte seine Freunde von vornherein für eine Zumutung gehalten und nichts von ihren positiven Eigenschaften und ihren zum Teil wirklich tragischen Geschichten erfahren. Nie erlebt, wie er und seine Freunde sprachen und dachten und wovon sie lebten, wie mein Roman letztlich heißen sollte. Ob von Liebe, Geld, Hass oder Mitleid, vom Sozialamt, Diebstahl, Drogen oder Dosen mit Erbseneintopf. Ich las weiter in Canettis Aufsatz. Der Autor müsse Hüter der Verwandlung sein, sich verwandeln können in jede Person, auch die niederste. Er müsse eine Leidenschaft für Verwandlung in sich tragen, die mehr bedeute als das allzu häufig verwendete Wort Empathie. Nur durch Verwandlung in dem extremen Sinn, in dem das Wort hier gebraucht wird, wäre es möglich zu fühlen, was ein Mensch hinter seinen Worten wirklich ist, der wirkliche Bestand dessen, was an Lebendem da ist, wäre auf keine andere Weise zu erfassen. Ist ein geheimnisvoller, in seiner Natur noch kaum untersuchter Prozess und doch ist es der einzige wahre Zugang zu anderen Menschen. Man hat diesen Prozess auf verschiedene Weisen zu benennen versucht. Es ist etwa von Einfühlung oder von Empathie die Rede. Ich ziehe aus Gründen, die ich jetzt nicht vorbringen kann, das anspruchsvollere Wort Verwandlung vor. Aber wie immer man es nennt, dass es um etwas Wirkliches und sehr Kostbares dabei geht, wird schwerlich jemand zu bezweifeln wagen. Als ich Canettis Text mit Anfang 20 zum ersten Mal gelesen hatte, war er mir nebulös vorgekommen, obwohl er mich andererseits auch faszinierte. Was sollte dieser Einschub aus Gründen, die ich jetzt nicht vorbringen kann, was die unscharfe Formulierung vom geheimnisvollen, in seiner Natur nach noch kaum untersuchten Prozess? Ja, schön, hatte ich gedacht, warum untersucht er ihn dann nicht selbst? Inzwischen glaube ich zu begreifen, was Canetti meint. Ich vermute, er hat erfahren, dass es einfach immer wieder anders ist, sich zu verwandeln, dass es ein zum Teil riskanter, zuerst bewusst begonnener, ab einem bestimmten, kaum definierbaren Zeitpunkt sich verselbstständigender Vorgang ist, bei dem es auf Intuition ankommt. Ich glaube auch, dass es jedes Mal aufs Neue zu privat, ja sogar zu intim wäre, hierzu genaueres zu sagen. Außerdem fand ich an diesem Tag auch die plausible Erklärung, warum mir, der die Anfänge von Büchern sowieso nicht leicht fallen, für wovon wir lebten, alles noch einmal umso schwerer erschienen war, warum ich mindestens ein Dutzend Kinderszenen, wie ich sie für mich nannte, für den Mülleimer hatte schreiben müssen. Ich hatte sie gebraucht, um Philipp zu vergessen und Marten kennenzulernen. Anders gesagt, war meine Verwandlung hier eine kompliziertere und noch geheimnisvollere gewesen, denn ich hatte nicht nur erstmals aus einer männlichen Ich-Perspektive geschrieben, sondern auch noch ein Ich gewählt, das einer anderen sozialen Schicht angehörte als der, in der ich mich üblicherweise bewegte. Bisher hatten meine Romane unter Akademikern gespielt, sie hatten Frauen als Hauptfiguren gehabt.
Frauen, die natürlich nicht mit mir identisch waren, aber doch nicht gerade entfernte Universen darstellten. Die beispielsweise Berufe ausübten, die mich interessierten, wie Luisa in Shanghai Performance, die im internationalen Kunstbetrieb tätig war und zu Beginn des Romans zum ersten Mal in die chinesische Megacity reist. Der Blick meiner Hauptfigur war meinem so ähnlich gewesen, dass ich für ihre ersten Eindrücke aus der Stadt sogar Teile des Tagebuchs, das ich während meiner Reise dorthin führte, hatte einbauen können. Ich saß am Sekretär vor dem Papier mit dem Briefkopf des Xiyuan Hotels und hier, erst jetzt in dieser Entfernung von Frankfurt und dem Leben dort, begann ich mir einzugestehen, dass es diesmal wirklich vorbei war. Auf dem Schreibtisch lag meine Armbanduhr, der milchige Lichtkegel der Nachttischlampe erfasste sie gerade noch. Ich musste nicht nachsehen, wie spät es war. Meine innere Uhr meldete es. Ich drehte mich vom Schreibtisch weg. In der breiten Fensterfront, die fast die gesamte Zimmerwand einnahm, sah ich die Stadt und die Nacht. Auf dem dunklen Huangpu River fuhr ein Schiff. Gelbe Strahlen fielen in einem beweglichen Kranz vom Jinmao Building, so dass es aussah, als trage das Gebäude einen tanzenden futuristischen Rock. Daneben der rosarot illuminierte Oriental Pearl Tower und das Shanghai World Financial Center. Es war eine Aussicht, für die es kaum eine erträgliche Dosis gab. Und so zog ich die Vorhänge erst gar nicht zu, auch nicht zum Schlafen. Allabendlich wurde mir bewusst, dass jetzt, in diesen Minuten, in denen ich am Fenster stand, draußen um Shanghai herum, Shanghai erweiternd, Satellitenstädte mit eben solchen Hochhäusern in einer unglaublichen Geschwindigkeit wuchsen, wirklich wuchsen. Es fühlte sich nicht so an, als würden sie gebaut. Es war so rasant, als drückte jemand von unten aus dem Totenreich mühelos Nägel mit der Spitze nach oben durch Erde und Asphalt. Ich starrte auf das Spektakel hinter der Scheibe und versuchte nicht an die Zukunft zu denken. Der Lärm hatte nicht abgenommen, auch jetzt noch und im 17. Stock des Hotels war er zu hören, ein gleichmäßiges Rauschen des Verkehrs auf mehreren Ebenen. Brüllstadt, dachte ich. Es gab über 100 Städte mit mehr als 1 Million Einwohnern in China. Das war schwer zu begreifen. Im Fall von Wovon wir lebten, war es anders gewesen. Ich betrachtete nicht eine fremde Stadt und neue Themengebiete unter meinem sehr ähnlichen Blickwinkel, sondern ich musste lernen, meine unmittelbare Umgebung anders zu sehen, mit dem Bildungsgrad, der Intelligenz, dem Wissen, den Erlebnissen, den Ängsten und Zwängen meiner Hauptfigur. Ich selbst spaziere in der Regel zu jeder Zeit, wenn ich hungrig bin, auch alleine in ein Restaurant. Und ob da nun viele Leute alleine sitzen oder ich die Einzige bin, darauf achte ich gar nicht. Martin jedoch, der gerade begonnen hat, professioneller Koch zu werden und in seiner Freizeit essen geht, ist sensibel für solche Dinge. Wenn er in ein Bistro in der Nähe der Alten Oper geht, um das gastronomische Angebot sowie die Klientel kennenzulernen, hört sich das so an. Mir fällt auf, dass ich meist gar nicht der einzige Gast bin, der allein am Tisch sitzt und isst. Die schicken Bistros zu betreten, in denen Anwälte und Banker zum Lunch sitzen und sich wichtig nehmen, kostet mich ein wenig Überwindung. Ich kaufe mir extra eine neue Lederjacke, eine echte diesmal. Schon nach erstaunlich kurzer Zeit komme ich mir nicht mehr verkleidet vor. Es ist auffällig, wie schrecklich bemüht diese Lokale sind, sich voneinander zu unterscheiden, ob es nun durch Schwerpunktländer, Le Belge, oder Themen, Käse, Kartoffel und Co., obwohl sie zunächst mit ihren Spiegelwänden und Mini-Marmortischchen ziemlich gleich aussehen. Das Publikum ist schwer beschäftigt, ob man nun einzeln da sitzt oder nicht. Es wird telefoniert, notiert, die Zeitung durchgesehen. Keiner sieht älter aus als Anfang 30. Eine Brünette langt beim Lesen immer mal nach ihrer Gabel. Ich sehe der Hand zu, wie sie auf dem Tisch herumtastet. Ich kann es kaum glauben. Doch wenn ich deshalb zuerst angenommen habe, keiner würde merken, was sie oder er da nebenher in sich reinstopfen, so habe ich mich geirrt. Im Gegenteil werden Sonderwünsche vorab ausführlich mit dem Kellner besprochen. Hier und da geht etwas zurück. Nein, ohne Zweifel, diese Leute nehmen ihren Lunch sehr ernst. Ich hatte mich sehr bald für die Umschulung meines Protagonisten zum Koch entschieden. Einige Zeitungsartikel hatten mich darauf aufmerksam gemacht, dass hier auch für gesellschaftlich fragwürdige Existenzen die Möglichkeit bestand, gesellschaftlich aufzusteigen. Der Martin im Buch hatte zwar Züge von Philipp behalten, das gute Aussehen, den Erfolg bei Frauen, die Aggressivität, den Hang, sich in künstliche Paradiese zu flüchten, aber er entwickelte sich eben auch völlig von ihm weg. Ich hatte daraufhin sofort meinen Kumpel Alexander angerufen, der Fotograf war und dadurch über einen ganz erstaunlichen Bekannten- und Freundeskreis verfügte.
Und ja, er kannte jemanden, der ein Hotel mit Edelrestaurant besaß, der seinerseits wiederum einen Sternekoch beschäftigte. Andreas hieß der. Alexander kannte ihn auch. Und klar, doch Andy, Andreas, würde mir mit Sicherheit gerne alle Fragen zu den Abläufen in Großküchen, zu ausgefallenen Rezepten, dem Umgang mit Gästen und so weiter beantworten. Mein zweiter Rechercheblock bot einen angenehmen Kontrast zum ersten. Ich hatte nur mit schwarzen Trüffeln, Crème Brûlée, Rosmarin und Kalbsfond zu tun. Bald konnte ich einen Konvektomaten und einen Bain-Marie unterscheiden und hatte jede Menge Stoff für den Aufstieg meines Helden gesammelt, mit dem ich mich wieder an den Schreibtisch setzte. Der reale Film begann nach und nach zu verblassen, bis er ganz verschwunden war und ich beim Schreiben nur noch mit Marten zu tun hatte. In der Realität hatte ich keine Macht über Philipps Schicksal, seine Bekannten, seine Frauen, seine Jobs, seine Arbeitslosigkeit gehabt. Ich konnte weder seinen Drogenkonsum beeinflussen, noch ihm die Kindheit umschreiben oder ihm einen Realschulabschluss verschaffen. In meinem Roman gelang mir all das. Ja, der reale Philipp ist auch gestorben inzwischen an Drogen. Ja. Der Drucker gab jetzt ein würgendes Geräusch von sich, Papierstau. Es dauerte eine Ewigkeit, bis ich die beiden Seiten, die sich verklemmt hatten, in einzelnen Schnipseln herausgezogen hatte und es so weitergehen konnte. Die Science-Fiction-Autorin Ursula Le Guin schreibt an einer Stelle ihres Essaybandes The Rave in the Mind: Ich fand in meinem Geist und in meinem Körper eine von mir selbst erdachte Person, mit der ich mich so stark, tiefgehend, so wesenhaft identifizieren konnte, dass ich es nicht anders nennen kann als eine Liebe, was ich da empfand. Liebe, ja, vielleicht war es das. Es sei für sie ein Akt intensiver Freude, Tag und Nacht, in einer Figur zu leben oder anders ausgedrückt, die Figur in mir leben zu spüren, denn beide Welten, die der Figur und meine eigene, überschnitten sich, befruchteten sich wechselseitig, befanden sich in einem ständigen Dialog. Eine Figur zu haben, so fügt sie hinzu, sei nicht so gemeint, wie man ein Baby hat, sondern wie man einen Körper hat. Einen anderen Körper zu haben bedeutet, neu zu existieren. Sobald sie diese innere Verbindung zu einem Charakter, einer Figur erlebe, verstehe sie diese voll und ganz mit Leib und Seele. Dann habe ich die Person, dann bin ich sie. Embodiment ist das englische Wort, das Ursula Le Guin benutzt. Sie meint damit, denke ich, etwa dasselbe, wie Canetti mit dem Begriff Verwandlung ausdrückte. So erklärt sich auch der bekannte Ausspruch Flaubert, der gesagt haben soll, Emma Bovary, c'est moi. Emma Bovary, das bin ich. Dies ist auf den ersten Blick eine geradezu absurde Bemerkung, wenn man sich vergegenwärtigt, dass ein gleichnamiger Roman von einer unzufriedenen Ehefrau in der tiefsten französischen Provinz handelt, die ihren Mann mit dem erstbesten Beau betrügt, der ihr die große weite Welt verspricht und am Ende Selbstmord begeht, da sie sich, um für den Galan möglichst hübsch und pariserisch auszusehen, völlig verschuldet hat. Dennoch identifizierte sich Flaubert während des Schreibprozesses vollkommen mit seiner Figur. Ich hatte den Geschmack des Arsens so deutlich im Mund und war selbst davon so vergiftet, dass ich mein Abendessen erbrochen habe, schreibt er, als er Schluss geschrieben hat. Betrachtet man aber, worum es auch noch ging in diesem Buch, nämlich um Emma Bovary als Konsumentin von Schundliteraturen, um missverstandene Romantik und bedachte außerdem, dass Gustave Flaubert vor seinen zu Weltliteratur gewordenen Romanen eine ganze Reihe romantischer Ergüsse veröffentlicht hatte, die seine Freunde entsetzlich fanden, weshalb sie ihm zu einem realistischeren Erzählen rieten, so kann man das Buch insgesamt auch als das Bemühen des Autors lesen, diesen verschwulst anfälligen Wesensteil seiner selbst exemplarisch töten zu lassen. Und wie verhielt es sich bei Virginia Woolf? Sie schilderte ihre Heldin Miss Dalloway im Roman als eine kleine, rundliche, blonde Dame. Also äußerlich als das exakte Gegenteil von sich selbst. Was mich nie davon abgehalten hatte, sie mir als Abbild der Autorin vorzustellen. Groß, elegant, dunkelhaarig wie diese. Ich vermute sogar, dass es nicht nur mir so ging. Auch in der britischen Verfilmung von 1997 wird Miss Dalloway schließlich von Vanessa Redgrave gespielt, die nun wahrlich nicht der Typ der molligen Kleinen ist. Dies mochte durchaus daran liegen, dass Woolfs Verwandlung nicht so einen großen Wert beimaß, wie es anderen Autoren taten, und dass zwischen Figur und Erfinderin grundlegende Ähnlichkeiten bestanden.
Virginia Woolf und ihre Protagonistin entstammten derselben sozialen Schicht und lebten in einer kinderlosen Ehe. Auch tauchten in Mrs. Dalloways Gedankenstrom immer wieder Themen auf, welche die Autorin Woolf in ihrem eigenen Leben beschäftigten. Etwa Mrs. Dalloways Liebe zu London, zu anderen Frauen, ihre Liebe zu Blumen, den Sinnbildern von Schönheit und dem weiblichen Geschlecht. Während Mrs. Dalloway an einer Stelle im Buch stolz verkündet, ihre Dienstboten liebten sie, weiß umgekehrt jeder Leser der Woolfschen Tagebücher, was für ein schwieriges Verhältnis die Schriftstellerin zu ihrem Personal hatte, vor dem sie sich in geradezu kindlicher Weise fürchtete, da sie annahm, sie würde von ihnen gehasst. Doch all diese Verweise, die indirekt oder per Kontrast in das Bewusstsein der Autorin hineinführen, machen den Text in keiner Form kleiner. Es scheint eher so, als wären sich, je näher und detaillierter aus dem Bewusstsein einer Figur herausgeschrieben wird, in diesem Moment Schreibender und Erfindung besonders nah. Nein, entschied ich, auch wenn wir nicht wissen können, wie sich ein anderes Bewusstsein anfühlt, auch wenn wir in der Realität nicht aus unseren Körpern heraus und in andere hineinkommen, so können wir uns es doch vorstellen. Vielleicht lässt sich diese Form der Verkörperung, die der Schreibende da nahezu unbemerkt und doch mit größter Kraftanstrengung vollzieht, mit den Praktiken des Method Acting in der Schauspielerei vergleichen. Jener Theaterschule, nach der die Schauspieler sich in einer oft langen, anstrengenden Vorbereitungszeit körperlich wie geistig in den Charakter verwandeln und diese Rolle dann wirklich leben, weil sie zu ihrer Figur geworden sind. Auch Hollywood-Stars wie Robert De Niro, Natalie Portman oder Daniel Day-Lewis arbeiten nach dieser Methode. Letzterer zum Beispiel lebte, um sich für die Hauptrolle in Der letzte Mohikaner vorzubereiten, über Monate hinweg in der Wildnis und aß nur das Fleisch von Tieren, die er selbst erlegt hatte. Nach Wochen, nachdem der Film gedreht war, hielt er es kaum länger als eine Stunde in einem geschlossenen Raum aus, litt unter Halluzinationen. Als Day-Lewis im Historienfilm Gangs of New York mitspielte, holte er sich eine Lungenentzündung, weil er sich trotz Eiseskälte weigerte, warme Kleidung anzuziehen. Als er in Mein linker Fuß den gelähmten Maler Christy Brown verkörperte, der nur noch den linken Fuß koordiniert bewegen konnte, blieb auch er abseits vom Set im Rollstuhl und ließ sich von seinen zunehmend genervten Kollegen herumschieben und füttern. Nach dem Dreh waren seine Rippen angebrochen. Er hatte sich bei einer falschen Bewegung im Rollstuhl angeknackst. An jenem Tag, an dem ich die erste Fassung meines Romans »Wovon wir lebten« beendet hatte, sah ich den Papierstapel in der Manuskriptkiste noch einmal an und packte sie dann in eine Schublade. Ich würde sie in den nächsten Monaten überarbeiten, alle Seiten, so lange, bis ich getan hatte, was ich konnte, in diesem meinem erneuten Versuch, schreibend eine konzentrierte Form des Lebens, eine mögliche Welt zu entwerfen. Mein Roman war nicht mehr, aber auch nicht weniger, als eine von vielen Antworten auf die Frage, was wir hier auf diesem Planeten sollen, mit all unseren Eindrücken, Gedanken, Gefühlen und Fragen, was wir erleben und tun können. Nicht ich würde entscheiden, ob das Buch gelungen war, überzeugend, spannend, ob es Lesende über ihre eigenen Grenzen hinausbrächte. Grenzen, deren sie sich zuvor vielleicht nicht einmal bewusst gewesen waren. In diesem, dem besten Fall, hätte ich die Art von Literatur geschaffen, um die es mir geht. Und selbst wenn jemand das Buch nicht mit diesem geradezu existenziellen Gewinn für sich las, dann sollte sie oder er sich auf jeden Fall gut unterhalten fühlen. So oder so, je mehr Welten man, ob als Lesende oder Schreibende, bewohnt, sie hinterlassen einen zu Teilen verändert. Und das ist das Schöne an Literatur. Und das ist mein Tagwerk.